In Star Wars Episode 3, die Rache der Sith, wurden fast alle Jedi getötet. Verantwortlich dafür war Darth Sidious. Doch warum konnten die Jedi nicht fühlen, dass Palpatine ein Sith ist? Das werde ich euch in diesem Video erklären. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und jetzt viel Spaß. Palpatine war ein unermesslich mächtiger Sith, der die Fähigkeit hatte, seine Anwesenheit sogar in der Gesellschaft der höchstrangigen Jedi zu verbergen. Sie wussten, dass es einen Sith-Lord gibt, der die separatistischen Reihen anführt. Sie dachten jedoch, dass der Sith-Lord ein Separatist wäre und nicht der Mann, der die Galaktische Republik anführte. Mace Windu sagt in Episode 3 selbst, dass unsere Fähigkeit, die Macht zu nutzen, sich in Bezug auf Jedi verringert hat. Während diese Aussage eine Reihe von Möglichkeiten interpretiert, ist die häufigste Interpretation, dass die Verbindung des Jedi mit der Kraft durch die Macht der dunklen Seite ertrunken ist. Die Jedi waren zwar vor Palpatine vorsichtig und vertrauten ihm nicht zu 100%, sie konnten aber auch nicht einfach einen Misstrauensantrag stellen. Das hätte nämlich zur Folge gehabt, dass die Zivilisten die Jedi gehasst hätten. Die Jedi hatten also nicht die Zeit dazu, über das Problem zu meditieren und sich zu beraten. Immerhin hatten sie zu diesem Zeitpunkt den höchsten Punkt des Krieges erreicht. Sie konnten Count Dooku exekutieren und General Grievous war auch so gut wie eliminiert. Jetzt musste man nur noch die restlichen Separatisten beseitigen. Um zu verstehen, warum sich Palpatine vor den Jedi verstecken konnte, sollte man den Codex der Sith kennen. Die Siths hatten sich seit Jahrtausenden vor den Jedi versteckt. Während dieser Zeit hatten sie die Kunst zu beherrschen, sich vor den Jedi zu verstecken, einen Schüler auszubilden und ihm alles beizubringen, was sie wussten, bevor sie vor ihm getötet wurden. Viele Siths, die von den Jedi entdeckt wurden, wurden entweder getötet oder die Jedi beseitigte die Spuren des Siths, sodass er den Jedi-Orden täuschen konnte. Palpatine war meiner Meinung nach einer der mächtigsten Machtnutzer, der je gelebt hat. Seine Fähigkeit, sich vor dem Jedi zu verstecken, stärker ist als bei jedem anderen Sith, der vor ihm gelebt hat. Der ausschlaggebende Punkt ist dabei, dass Palpatine ein Politiker war. Ein Politiker zu sein, der aus dem Schatten arbeitet, benötigt keine Macht, sondern einen sehr klugen und taktischen Verstand. Die meisten der Schäden, die er zugefügt hat, erfordern nicht die Verwendung der Macht.